Okay, willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir schon den letzten Boss, also den letzten Nekromanten, nicht den Propheten, ansteuern können. Und den letzten Schweineprinzen, beziehungsweise Schweinekönig, Schweinegott. Ich weiß nicht, was er jetzt ist. Gott der Schweine, ja, natürlich. Sobald der weg ist, haben wir es endlich geschafft. Und wir bekommen Wilbers Flagge. 35% Widerstand gegen Betäuben und 10 Ausweichen. Aha, das ist das, was das kleine Schweinchen immer hat. Nein, wir gehen erstmal hier rein, wollen das Ganze noch ein bisschen aufleveln, damit wir hochleveln, damit wir die durchnässte Besatzung oder die gesunkene Besatzung in diesem Fall kaputt machen können. Also nehmen wir Reynold mit. Reynold hat jetzt die richtigen Skills, auch alles so ein bisschen aufgestuft, bis auf die Keule, das machen wir gleich mal. Sehr gut, auch gleich eine bessere Rüstung. So, dann nehmen wir Nirvana mit. Nirvana hat auch schon alles aufgestuft. Wir nehmen Bassett mit. Bassett kann, glaube ich, sogar noch aufstufen. Jo. Ist zwar teuer, aber es lohnt sich. Du sollst den Hue haben. Das Teil und das Teil. Genau, das sind auch deine Skills. Und Hadyard. Hadyard ist soweit aufgestuft, auch da. Ja, ist okay. Gibt Besseres, aber es ist okay. Dann ist Hadyard bald Level 2. Nirvana könnte Level 3 werden. Bassett. Reynold muss noch aufsteigen. Erdinal ist schon Level 3. Ja, eigentlich wollte ich mal eine mittlere Quest machen. Lang. Lang. Kurz. Wir könnten auch in den Wald gehen. Und dann mit den ganzen mittleren. Auch Edinal. Aber das machen wir erst, wenn wir ein bisschen Gold haben. Nein, wir wollen die aufstufen. Das haben wir uns jetzt vorgenommen. Das machen wir auch. Also. Hadyard. Du kannst von der Position aus wunderbar agieren. Auf geht's. Nicht allzu viel. Obwohl. Wir gehen in die Meereshöhlen. Die sind schon echt böse. Drei Schaufeln. Okay, das war's soweit. Auf geht's. Puh, tief durchatmen. Recover these lost shipments of rarities, that we may prevent them from falling into even less scrupulous hands. Wer hat denn die meisten negativen Aspekte? Schwacher Lebensmut, minus 10% Cent Widerstand gegen Todesstoß, plus 15% Stressschaden gegen Mensch, minus 10 Prezi gegen Mensch. Ah. Deswegen hast du auch nicht getroffen. Du machst das. Schwacher Lebensmut. Na, immerhin. Das ist ja schon mal was. Dann kannst du nicht so schnell sterben. Weiter geht's. Oh, der erste Kampf. Sehr schön. Dann beweist euch mal. Stress! Aufi! Ran for the Old Gods hat leider nichts gebracht, mein Freund. Ah, guck mal, so wenig Schaden ist das auch nicht. Das geht schon. Ihr seid Kultisten, ihr seid Menschen. Ihr müsst weg. Ihr gehört hier nicht her. Ah, ich merke auch gerade, ich sollte noch eine Position tauschen. Sehr gut. Nämlich die von euch beiden. Denn er kann vorne weitaus mehr anfangen und wenn er mal aus Versehen nach hinten rutscht, geht das noch. Gut. Weiter. Hallo! Wir sind überrascht. Das überrascht mich allerdings auch. Das ist nicht gut. Ruf der Tiefe. Ach, Dreck. Verdammter.
Das ist doch zum Mäulen. Ach nee, ich hätte mit dir angreifen können, ne? Egal. So, du bist jetzt schon mal vorne. Einen weiter vorne. Ich hoffe, dass Bassett nicht als erstes dran ist, dann können wir uns jetzt erstmal um den Rest kümmern. Sehr schön. Gut gemacht. Ja, ja, heil ihn mal. So schön. Jetzt können wir auch endlich mal angreifen. Blüten müssen fallen. Alles nicht so wild. Das schaffen wir schon. Es ist eine mittlere Quest, das weiß ich auch. Aber die könnte ganz schnell vorbei sein. Immerhin sollen wir nur drei Relikte sammeln. Und das geht fix. Theoretisch müsste man dafür auch mehr kriegen. Also mehr an Questbelohnung, weil man ja gar nicht so viel Platz hat, um noch den Rest mitzunehmen. Ansonsten würde ich so eine Quest nie ansteuern. So schön. Ich habe es extra auf dich abgesehen, mein Freund. Goodie, nur auf ihn. Denn er beschützt noch immer die Olle. Okay, jetzt können wir auf beide gehen. Nein, aber ist nicht schlimm. Aua. Beschwer dich mal noch. Sehr gut. Krustenwall, ja, das machst du jetzt zum letzten Mal, mein Freund. Das war's für dich. Hast niemanden, den du beschützen kannst. Wie sie dasteht. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. So, und dich noch mit ihm tauschen. Oder ihr. Okay, jetzt sind wir wieder einigermaßen normal, dürfen erkunden und sehen zwei leere Räume. Dann gehen wir erstmal nach unten und später noch nach oben. Das ist natürlich eine doofe Aufteilung. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Latsch, latsch, latsch. Das darfst du erkunden und findest sogar noch ein paar schöne Sachen. Entschärft, ui. Gut gemacht. Die Kiste ist leider leer. Und wir erkunden und sehen nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Da braucht man doch eigentlich nichts anderes, oder? Sie ist leer. Nee. Also ich weiß noch, mit dem Schlüssel habe ich es mal versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Können immer noch einmal rasten, dürfen auch erkunden, sehen, dass da noch was ist. Kuriosität, Kuriosität. Aber nichts, was irgendwie eine Questbelohnung gibt. Das heißt, das meiste wird alles hier sein. Entschärft. Ein Stein. Nee, 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 nee. Harry Potter und ein Stein. Das ist der Stein der Weisen. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Es hebt den Geist. Genauso ist es. Auf geht's in den nächsten Kampf. Ein Schocker für Renault. Ein Ruf der Tiefe, um mehr Schaden zu verursachen. Wie lange werdet ihr noch Schaden machen? Enttäubt, sehr schön. Rauf auf die beiden. Wir könnten den einen jetzt umschießen, na los. Ah, die Salzlauge ist nicht so doll. Wir weichen sowieso aus. Einmal hochgeheilt. Das ist natürlich doof, wenn das Vieh sowieso schon so wenig Schaden kriegt.
das dann auch noch hochheilen zu lassen. Ausgewichen, na toll. Weg mit den Kadavern. Sehr gut. Was steigert das? Die Geschwindigkeit. Aber er hat trotzdem noch mehr Geschwindigkeit und ist zuerst dran. Das ist ja doof. Und du auch. Versteckte Erbstücke. Ein paar Crests, die können wir gut gebrauchen. Die fehlen uns nämlich. Der nächste Kampf. Guten Morgen. Na, gerade aufgestanden? Ihr seht so doof aus. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich vorm Spiegel stehe. Autsch. Aus der Fassung gebracht, taumelnd. Brought low and driven into the mud. Ein Meereshieb. Okay, geh mal auf die da. Und egal, ob du damit Schaden fährst oder nicht, du musst diesen Debuff machen. Sehr gut. Minus Crit, minus Prezi. Ja. So muss das sein. So nicht. Ich blute. Ja, doch. Da, Blutungshaken. Schade, er widersetzt sich. Aber das war klar. Immerhin ist das ja die Höhle, in der die Leute das aushalten. Sehr gut. Nur noch einer ist übrig. Ja, ja, ja. Hör auf zu meckern. Kämpf lieber. Autsch. Eradicated. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Du bist echt nicht gesegnet. Kann das sein? Ein Schaden, zwei Schaden. Ach, Mann. Bandage werde ich dafür nicht verbrauchen. Aha, ein Questort. Siehst du, da hätten wir so oder so hingemusst. Oh, ist das fies gemacht. Manche, die jetzt auf Glück gepokert hätten, hätten es nicht geschafft. Hm, und wohin jetzt? Wie wäre es erstmal in den Rucksack? Schlüpft rein. Trinkets and baubles. Paid for in blood. Okay, natürlich müsst ihr kämpfen. Ach. Erstmal auf den da. Du gehst auch auf ihn, dann ist er weg. Du gehst auf den. Und du haust die beiden. Ruf der Tiefe. Mehr Schaden für ihn, das ist nicht gut. Krustenwall. Das ist auch nicht gut, die heilen sich nachher gegenseitig. Stresswelle. Bisher sieht es noch ganz gut für uns aus. Schnecke ist weg. Jo. Sehr gut. Da wird er auch mit seinem Octocestus nicht viel machen können. Sein letzter Angriff. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Hau ihn weg. Wir müssen euch jetzt hochheilen, sonst haben wir echt schlechte Karten. So ist gut. War trotzdem sein letzter Octocestus. Okay, nur noch du bist übrig. Ritueller Schnitt. Es ist selten, dass der mal nach vorne kommt. Das war's. This expedition at least promises success. So, Ziel meiner Suche.
the war.